ich bin Daniel von Tablet.de hier auf der Huawei Pressekonferenz und das ist das neue Huawei P2 und ich würde mal sagen, wir gehen mal einmal um das Gerät herum. Hier vorne ein wunderschönes 4,7 Zoll Display, 1280x720 Pixel ist die Auflösung, also nicht ganz so hoch wie zum Beispiel bei einem HTC One, aber es hat den Vorteil, es spart enorm viel Strom und dadurch hält der Akku viel länger. Ansonsten, ja, auf Frontkamera hier wird wahrscheinlich eine 1,3-Megapixel-Kamera sein, genau. Ansonsten hier die zwei typischen Android-Buttons zurück, Home und die Menütaste. Ja, unten nichts, nur ein Mikrofon. Auf der linken Seite haben wir hier die Lautstärke-Regelung, oben einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss, noch ein Mikrofon und ein Micro-USB-Anschluss zum Laden und Daten synchronisieren. Ansonsten auf der rechten Seite Power-Button. Dann hier kann man noch die SIM-Karte oder die Mikro, ja, das ist die SIM-Karte, reinstecken. Und hier ist noch eine dedizierte Kamerataste, dass man, wenn man sie durchdrückt, natürlich sofort in die Kamera-App kommt und dann Fotos machen kann. Und man sieht, das geht hier echt fix. Dauert wahrscheinlich noch schneller. Genau, also man sieht, das ist richtig schnell. Kann natürlich auch reinzoomen. Und wir gehen mal zurück. Hinten 13 Megapixel. Fotos natürlich mit LED-Blitz und Full-HD-Videoaufnahme, also alles ganz normal. HDR-Videos ging, glaube ich, auch, aber Fotos HDR auf jeden Fall. Ansonsten, was ist hier drin? Android Jelly Bean ist natürlich vorinstalliert. Wir gehen mal kurz in die Einstellungen, ich zeige euch das mal. Und da sieht man es. Es ist Android 4.1 derzeit noch. Ich denke mal, es wird demnächst ein Update kommen. Ansonsten, es ist hier diese Emotion UI vorinstalliert. Es gibt ein paar Einstellungen mehr und das Ganze sieht auch sehr, sehr schön ansprechend aus. Also eine der schöneren Oberflächen. 16 GB Speicher sind hier drin, 1 GB RAM und ein Quad-Core 1,5 GHz Prozessor von Huawei direkt. Also selbst hergestellt. Und man sieht, dadurch ist das Gerät wirklich sehr, sehr schnell, wunderbar flüssig, wenn man hier in die Messaging-App reingeht. Sieht man, es ist alles sehr, sehr schnell aufgerufen, wenn man den Kontakt hier aufruft. Na, jetzt findet er den nicht. Also man sieht, ich gehe nochmal kurz in den Browser. Und wenn das 3G hier nicht hoffnungslos überlastet wäre, würde das auch deutlich schneller gehen, denn wir haben hier auch noch LTE der Kategorie 4. Das ist derzeit mit das schnellste LTE-Gerät, denn es kann bis zu 150 Megabit pro Sekunde runterladen. Und das ist deutlich schneller als zum Beispiel ein iPhone 5, was nur 100 Megabit pro Sekunde schafft oder alle anderen Geräte. Aber ich denke mal, sollte man den Markt abwarten und wie er darauf reagiert. Also man sieht, alles funktioniert jetzt sehr, sehr schnell. Schöne Kamera und die Akkulaufzeit mit dem 2420 mAh Akku sollte auch richtig, richtig gut sein, denn 4,7 Zoll Display, nicht so hoch aufgelöst, sehr stromsparende CPU, sehr großer Akku im Vergleich auch zu dem HTC One. Es ist, hat einen größeren Akku, ein ja, auflösungstechnisch schwächeres Display, von daher wird das ein Akkulaufzeitmonster auf jeden Fall. Preislich liegen wir da bei etwa 400 €, wird ja, ich schätze mal so Mai, Juni rauskommen, Mitte des Jahres wird es sein. Ansonsten Verarbeitung wunderbar, liegt sehr gut in der Hand, es ist leicht. Diese Kunststoffrückseite fühlt sich auch sehr, sehr gut an, sie ist matt, dadurch rutscht das Gerät nicht hin und her und ja, insgesamt ein sehr, sehr schönes Handy, kann ich echt nur empfehlen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und natürlich abonniert den Channel. Ich bin Daniel von Tablet.de, hier von der Huawei Pressekonferenz mit dem Huawei Asset V2. Vielen Dank fürs Zusehen.